Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 30. November 2017? Bevor ich beginne, zeige ich Ihnen etwas. Dieses Amulett symbolisiert das Baum des Lebens. Da ist echte Blüte drin. Und dieses Amulett befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com. Der Preis beträgt 6,90 Euro. Und jetzt zurück zu den Fragen, wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag? Sonnenbewegung im Tierkreiszeichen Schütze. Die Sonne bekommt einen Einfluss von Antares. Dieser Antares ist ein königlicher Stern. Früher haben sie die westlichen Himmelsrichtung damit bestimmt. Dieser Stern Antares vermittelt Glück und Erfolg. Und die Sonne natürlich die Lebenskraft, auch die Klarheit und Orientierung. Die Mondbewegung. Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Widder und hat eine zunehmende Mondphase. Mond begegnet sich hier in Tierkreiszeichen Widder mit Uranus. Mond symbolisiert unseren Gefühlen, hat einen Einfluss auf unsere Stimmungen, beeinflusst unseren Tagen. Uranus ist astromedizinisch zugeordnet zu unserem Nervensystem. Gegenüber bewegt sich der Planet Mars in Tierkreiszeichen Waage. Und diese Uranus-Mond-Verbindung hat einen Einfluss von Mars. Mars kann eine männliche Person sein. Mars kann auch die Kraft und Mut zeigen, etwas in Bewegung setzen. Aber wir wissen, Mars ist nichts anderes als Ares, der Kriegsplanet. Also kann durchaus passieren, dass das Aggression kommt. Wichtig ist, das im Balance halten, im Gleichgewicht, dass wir darauf achten, dass die inneren Ruhe bewahren. Natürlich ist wichtig hier Veränderungen, Umbrüche, Veränderungen und diese Chancen, Möglichkeiten vermittelt Uranus auch. Und da sollen wir Kraft und Mut zeigen, das auch umsetzen im Tat. Aber weil hier ist wichtig, diese Balance zu halten und das alles wirkt auf unserem Gefühlen, unserem Nervensystem auch. Und wenn die Mars-Energie zu stark ist, kann passieren, dass Aggression kommt, auch wenn das nicht von uns selbst kommt, weil wir die Ruhe bewahren. Kann durchaus passieren, dass in unserem Umgebung diese Stimmung herrscht, wie im Verkehr zum Beispiel, Unfallgefahr, weil die anderen unkonzentriert sind oder übertreiben etwas oder zu schnell fahren oder genervt sind. Also ich möchte kein Hiob-Botschaften vermitteln, aber ich kann das erkennen energetisch, dass diese Gefahr bestehen kann durchaus. Und das bitte drauf achten, konzentriert sein, vorsichtig fahren, die innere Ruhe bewahren und den inneren Gleichgewicht. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Aber bevor ich noch drauf eingehe, es ist wichtig, welcher Einfluss hat diese Uranus- und Mondverbindung in Tierkreiszeichen wieder. Alpberg bestrahlt diese Energie und das bedeutet Zielstrebigkeit und das führt auch zum Erfolg, auch wenn das nicht sofort ist, aber am Ende haben wir den Erfolg, haben wir den Sieg. Dieser Alpberg befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen, wirkt aber in diesem Bereich wieder, wo sich gerade Uranus bewegt und auch Mond bewegt. Diese Alpherg verbindet die beiden Fischen miteinander. Astronomisch ist das die südlichen Fisch und die nördlichen Fisch. Und Alpherg verbindet die beiden Fischen wie ein Nabelschnur.
Und das bedeutet auch, etwas zu verbinden oder Kontakte suchen oder eine Brücke bauen zu jemand. Also die Verbindungen sind auch sehr wichtig. Und weil noch Einfluss kommt von Saturn und Merkur, und das ist ein guter Einfluss, eine sehr angenehme Einfluss, das bedeutet auch Kontakte, Gespräche, Informationen, und Saturn sorgt dafür, dass wir das in Form bringen. Und wie wirkt das alles auf dem Tierkreiszeichen Wiedergeborenen? Also die Gleichgewicht bleiben, sehr, sehr wichtig. Die innere Ruhe bewahren, das innere Gleichgewicht. Diese Mars-Energie kann auch eine männliche Person sein. Dann ist wichtig, auf diese Mann zugehen, diese Brücke bauen, die Kontakte suchen, die Gespräche sind angenehm, kann auch unerwartete Ereignisse bedeuten oder ein Neuanfang. Und all das ausbalancieren, Mut und Kraft zu zeigen und die Kontakte suchen, das ist sehr wichtig bei den Wiedergeborenen. Aber nichts übertreiben, sonst kippt dieses Gleichgewicht und wirkt auf dem Gemüt, wirkt auch auf dem Nervensystem, sondern die Ruhe ist auch wichtig, eine gewisse Zurückgezogenheit. Und das ausgleichen, ausbalancieren. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen bekommen eine Information oder eine Nachricht. Das verunsichert die Stiergeborenen. Dann bitte überprüfen oder nochmal nachfragen, damit ein klärendes Gespräch kommt. In Liebepartnerschaft ist wichtig, dass die Stiergeborenen ihren Gefühlen wahrnehmen. Aber nicht nur das, sondern das auch mal zeigen. Auf anderen zugehen und zeigen eine Art Zuneigung. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist wichtig, liebe Partnerschaft, aber auch die berufliche Situation, weil es ist gut möglich, dass bei vielen Zwillingsgeborenen gerade berufliche Veränderungen sind. In die liebe Partnerschaft wird, also jetzt schon wichtig, aber ab 2. Dezember spiegelt auch etwas das Leben für die Zwillingsgeborenen im Bereich liebe Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen haben ein ungutes Gefühl heute. Sie sind nervös oder die Umgebung ist zu nervös und das spüren sie, die Krebsgeborenen. Auch nichts Neues jetzt gerade beginnen. Abwarten, geduldig sein und erst in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist alles sehr gut. Die befinden sich in einer Wandlung, größere Veränderungen, Umbrüche, schöne Gespräche, Kontakte, Termine. Auch beruflich ändert sich etwas. Eine Reise hat auch eine Bedeutung. Die einzige, wo die Löwengeborenen noch Hindernisse haben, das ist die liebe Partnerschaft. Aber ab 2. Dezember verbessert sich das alles. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen fühlen sie sich ein bisschen unsicher. Wichtiges Thema ist ein Aufstieg, Anerkennung, Erfolg, Respekt, beruflichen Erfolg. Die Gespräche hindern momentan die Jungfraugeborenen. Auch kein Vertrag unterschreiben gerade, es ist nicht der richtige Moment dafür, sonst entstehen sehr viele Missverständnisse und Unklarheiten. Die Tierkreiszeichen Waagengeborenen sollen sie auf dem inneren Gleichgewicht achten, gerade weil diese Nervosität da ist. Und das spüren sie direkt, die Wiedergeborenen und die Waagengeborenen. Also die inneren Ruhe, die inneren Gleichgewicht bewahren, wenn Chancen gibt für einen Umbruch, für eine Veränderung, dann sollen die Waagengeborenen auch Mut zeigen und mal einen Schritt machen und aktiv sein. Und das ist diese Verbindung. Und die Kontakte, Gespräche sind auch vorteilhaft gerade für die Waagengeborenen. Also Umbrüche, Veränderungen, inneren Gleichgewicht, die Kontakte, die Gespräche, die Verbindungen suchen und auch Mut zeigen, etwas Neues zu starten. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen fühlen sich ein bisschen unsicher. Sie spüren auch diese Unruhe oder Nervosität, auch wenn es nicht selber betrifft, aber im Umfeld, im Umgebung ist es sehr spürbar. Und es ist auch wichtig, dass ihren Gewinnchancen
auch wahrnehmen. Sie haben gerade Glück und daran dürfen die Skorpiongeborenen nicht zweifeln. Und es ist auch wichtig, dass sie nicht die Rat von anderen holen, sondern auf ihren Träume, auf ihren Visionen, auf ihren Intuitionen vertrauen. Weil das ist gerade das Glück und das gibt die Chancen für Glück und auch für Gewinn. Die Tierkreis zeichnen Schützengeborenen. Sind schöne Gespräche zum Erwarten, Veränderungen, Umbrüche. In die Liebepartnerschaft nähert sich auch. Ab 2. Dezember wird sehr aktuell, sehr wichtiges Thema. Aber Sonne hat einen Einfluss von Neptun und das entsorgt eine gewisse Spannung. Sonne will Klarheit. Neptun ist das Verborgene. Es steht im Widerspruch. Entweder bedeutet das, dass sie nicht alles offenlegen oder ein bisschen hinter den Kulissen schauen. Und so können sie diese Energie in Harmonie halten. Dieser Neptun-Einfluss kann auch bedeuten, dass jemand etwas vortäuscht oder betrügt, gerade die Schützengeborenen. Also vorsichtig sein. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen haben ein ungutes Gefühl gerade und sie sollen momentan sehr auf den Finanzen achten. Es kann sein, dass sie etwas zu teuer kaufen oder verlieren sie Geld momentan. Das ist kein Dauerzustand. Das sind Momente im Leben. Es wird auch verbessert. Und ein bisschen Geduld noch. Jetzt gerade nichts investieren, nichts unterschreiben, nichts mit Finanzen riskieren, weil sie riskieren sehr viel. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen ist alles wunderbar. Und sie haben noch Lebensfreude. Wo ein bisschen noch Einschränkungen gibt es in die Liebe, Partnerschaft, aber nicht lange. Weil ab 2. Dezember kommt etwas in Bewegung, dann kommt Leidenschaft und Begeisterung auch in diesem Lebensbereich. Und alles andere läuft ganz wunderbar gerade bei den Wassermann-Geborenen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen, so ähnlich wie bei Schützengeborenen, diese Sonne-Neptun-Verbindung. Diese Spannung sollen wir auch beachten. Was kann das bedeuten? Sonne bedeutet Klarheit. Neptun bedeutet Verborgenes. Das kann bedeuten. Und es trifft nicht nur die Fischengeborenen, sondern trifft auch die Schützengeborenen. Ich wiederhole das nochmal. Entweder haben wir Geheimnisse. Da lieber das nicht erzählen, weil jemand veröffentlicht es. Kann auch bedeuten, dass jemand versucht, uns etwas vorzutäuschen. Und das führt natürlich zu Enttäuschungen. Oder bei Neptun kann auch bedeuten, dass das ein Betrug kommt. Diese Neptun-Energie kann auch Themen ansprechen wie Alkohol und Drogen. Und es führt heute auch zu Spannung. Aber zurück zum Fischengeborenen. Sie haben aber auch Glück und Gewinnchancen, aber es ist auch wichtig, dass sie auch intuitiv handeln und auf ihren eigenen inneren Stimme vertrauen. Diese Tagesenergie oder Tageshoroskop ist natürlich allgemein, aber es besteht die Möglichkeit des maßgeschnittenen Anfertigen Berechnen. Haben Sie Frage, wie zum Beispiel, was erwartet mich Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Was passiert im einzelnen Monaten? Welchen sind die Tage, wo ich Glück habe? Welchen Tagen soll ich eher vorsichtig sein? Das kann ich ganz genau beschreiben. Mein Kontaktdaten befindet sich unten bei der Beschreibung. Dann erwähne ich noch die Blitzberatungen. Was ist es? Wie funktioniert es? Haben Sie Fragen, wie zum Beispiel, denkt er an mich? Schreibt er mir wieder? Kommt er zurück? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Was denkt meine Chefin über mich? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Oder werde ich umziehen? Und diese Fragen beschäftigt uns, das gehört zum Alltag, sind auch sehr wichtige Fragen und das können Sie als Blitzberatung buchen. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Sie Ihre Fragen, bitte dazu schreiben die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich beantworte diese E-Mails natürlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt
pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.